Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten heute wieder hier eine kleine Tour Richtung Kienberg und Kienpark und starten hier an der S-Bahn-Station Buhletal. Und alles weitere folgt. Bis gleich. Ja, heute ist es sehr schön. Die Sonne ist rausgekommen. Ja, wir haben einen leichten Wind, würde ich mal sagen. Und fahren jetzt erstmal Richtung Blumberger Damm. Rechts von uns ist auch das UKB, das Unfallkrankenhaus Berlin, an dem wir dann gleich beim Blumberger Damm nochmal vorbeifahren werden. So, da sind wir schon am Blumberger Damm. Fahren diesen Blumberger Damm jetzt erstmal ein bisschen entlang. So, hier rechts von uns, kann man jetzt nicht sehen, ist auch das UKB, das Unfallkrankenhaus Berlin. Übrigens für mich persönlich auch eins der besten Krankenhäuser hier in Berlin generell, weil hier hat man als Patient seinen eigenen Fernseher am Bett mit Schwenkarm. Sehr luxuriös und sehr toll. Ja, heute kommt ja auch noch mein Fazit zu den ersten 100 Kilometer, die ich mit diesem E-Bike hinter mir habe. Und ja, da gehe ich mal auf verschiedene Punkte ein. Was mir an dem E-Bike besonders gut gefallen hat, was mir aber auch nicht so gut gefallen hat. Und ja, wie ich sehe, sind wir auch gleich schon an unserem ersten Ziel angekommen. Und dann sage ich mal bis gleich. Ja, hallo und willkommen zurück. Und zwar sind wir jetzt hier am Kienberg bzw. am Kienpark. Hier hinter mir können wir es auch schon sehen. Wir umfahren jetzt den Kienberg einmal komplett bis zum Kienpark auf die andere Seite. Ja, und dann werde ich euch in der Zwischenzeit schon mal mein erstes Fazit geben zu den gewissen Teilen am Fahrrad, die mir besonders gut oder weniger gut gefallen haben. Dann bis gleich. Ja, kommen wir mal zuerst zu den Reifen, die hier drauf sind. Das sind sogenannte Conti Ride City Reifen von Continental mit einem sehr flachen Profil. Ich sag mal so, meine Erfahrung ist dann in der Stadt und auch auf Asphaltwegen top. Minimaler Rollwiderstand, dementsprechend schnell und flott kommt man auch voran. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, und zwar, das könnt ihr auch hier sehen, das sind, dass die Kabel hier so offen frei liegen. Und ich werde mir überlegen, wie ich das Ganze noch irgendwie besser schützen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine extra Platte gibt, die man hier irgendwie vorbauen kann. Oder ob ich das irgendwie zutapen müsste, was mir aber dann wiederum nicht gefällt, weil es dann natürlich auch nicht schön aussieht, da gut keiner guckt irgendwie nach unten. Aber da müsste ich mir noch was überlegen, wie ich da diese Verkabelung besser schützen kann. Wo ich mich unbedingt noch dran umstellen oder gewöhnen muss, ist das, wenn ich dann auf eine Kreuzung zufahre und später wieder neu anfahren muss, dass ich dann auch vorher in den nächstmöglichen niedrigeren Gang zurückschalte, weil sonst die Anfahrt ein bisschen schwer wird.
So, jetzt fahre ich mit euch mal hier so einen kleinen Schleichweg durch Hellersdorf, den ich selber auch noch nicht kenne. So, jetzt fahren wir auch mal hier so ein bisschen durch schlammigen Untergrund. Untergrund, und da wäre es schon beinahe passiert. Ja, die Conti, wie ich das schon vermutet habe, sind für den Straßenbelag und für asphaltierte Wege gut. Hier bei dem morastigen Untergrund haften sie bedingt. Heißt also, hier für Touren muss ich mir definitiv andere Reifen und andere Mäntel drauf machen. So, wir sind jetzt in Hellersdorf und fahren Richtung U5, U-Bahn-Station. Ja, und wie gesagt, hier auf der Straße macht der Reifen einen sehr guten Job. Auch wenn ich mal jetzt hier eine Bremsung mache. Ja, der ist ratzfatz, steht der Reifen. Hier ist die U-Bahn-Station Louis-Lewin-Straße. Machen wir mal den Test auf, ja, das sind mindestens 20% an Steigung. Ich bin jetzt Stufe 5, der Motor unterstützt mich sehr gut, sogar bis oben, sehr gut. Also das waren jetzt locker 15-20% Steigung und der Motor hat mich mit seinen 50 Newtonmetern nicht im Stich gelassen. Ja, gleich kommen wir an unserem nächsten Ziel an. An dem kleinen Park neben der U-Bahn-Station U5. Ja, wir sind jetzt hier an der U5 U-Bahn-Station in Hellersdorf. Hier gibt es auch einen kleinen schönen Park, der im Sommer immer gut besucht ist. Sagen, fahren wir jetzt noch weiter bis zu unserem nächsten Ziel. Das wird nämlich der Kienberg sein. Seid gespannt und bis dann. Ja, wir fahren hier entlang der U5, die auch gerade an uns vorbeifährt. Und dieser Radweg fährt auch bis nach Berlin-Kaulsdorf und natürlich weiter auch in die Innenstadt. Jetzt überqueren wir wieder die U5. Ja, hallo und willkommen zurück. Wir sind jetzt hier angekommen am Kienberg, den ihr hinter mir sehen könnt. Ja, und wie ihr sehen könnt, haben wir auch hier eine schöne Seilbahn mit Gondeln, die dementsprechend die Besucher des Kienbergparks dementsprechend auf den Kienberg bringen. Auch eine ganz tolle Sache, da man da auch die Möglichkeit hat, hier Berlin auch mal ein bisschen für oben zu sehen. Und ihr werdet es nicht glauben, wir haben exakt 100 Kilometer zurückgelegt und somit kann ich jetzt auch mein Fazit geben.
hier zum Profete Entdecker E-Bike, geklammert Pedelec. Und wieso die ersten Kilometer mit diesem Bike gewesen. Und ich kann nichts Negatives sagen. Ja, ich hatte einmal das Problem mit dem Display gehabt, dass es hier die Kilometeranzeige eingefroren ist und ich musste es einmal neu starten. So, es ist auch noch mein zweites Mal passiert, aber danach nicht mehr. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Bereifung, ja, für die Straße sehr gut. Ja, die Schaltung, wie gesagt, perfekt. Der 50 Newtonmeter Motor unterstützt mich prima, auch mit meinem Gewicht. Da kann ich absolut nicht meckern. Ich bin rundum zufrieden und sage an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an BigWave TV, der mir diesen Tipp gab mit dem Profete. Ich habe hier viel Geld gespart. Ich wollte mir erst ein anderes Bike zulegen, ein Jubelbike. Hat mich aber aufgrund des hohen Preises davon abschrecken lassen und bin dann auf dieses Profete gestoßen und habe natürlich hier einige Vorteile. Und ihr seht, es windet sehr. Ich muss aufpassen, dass mein Bike nicht umstürzt. Ja, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meinem Profete Entdecker, mit E-Bike, und möchte es auch nicht mehr missen. Es ist für Kurztouren, für Mittelstreckentouren sehr gut geeignet, macht einen prima Job. Ja, das war es auch schon wieder hier von meiner Tour und meinem Fazit über 100 Kilometer E-Bike mit dem Profete Entdecker. Ja, dann verabschiede ich mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. Und bitte vergesst nicht, ein Abo da zu lassen und einen Daumen nach oben zu geben. Ich danke euch und wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss.